Gronemann Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2, der Ezio Collection. Und ja, wir müssen Katharinas Kinder retten und das machen wir jetzt auch. Die Brüder Orsi und Ludovico Orsi. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen, was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Ja, ich sag mal so. Ezio ist jetzt auch nicht mehr der ärmste Schlucker hier im Land, ne? Wo müssen wir hin? Ach ja, in dem Bereich, alles klar. Ja, wir haben eigentlich genug Zick. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen. Was der ja nicht ganz so einfach beherrscht, ne? So, und dann haben wir noch 250 Meter, wir haben noch 9 Minuten Zeit. Die Kinder retten wir. Gar kein Problem. Wenn ich mich so höre, ganz ehrlich, wir werden direkt erstmal 1, 2, 3, 4 Mal sterben. Bevor wir auch nur ein einziges Kind zu Gesicht bekommen. Also nicht selber sterben, sondern die Kinder werden sterben. So, wir sind fast hier angekommen, wo wir hin müssen. Da sind doch Wachen. Noch ein Fremd. Dazu! Mach dich! Stopp! So. Lass weg von mir! Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Damit will ich nichts zu tun haben. Komm schon. Ah!
nicht in meiner Schicht. Noch ein Konduktor. Wir mögen hübsch aussehen, aber das früh. Frag doch Pop. Da. Keine ja, Ausdauer. Das ist kein Anfänger. Das wäre ein Fehler. Und ihr Quest, die Momente, die Interpretation. Wenn ihr auch meine Arme eines Sag mal. So, ganz ehrlich, jetzt reicht es mir. Ich bin jetzt hier wieder bei einer Waffe. Geht der mir mit seinem langen Ding da auf den Sack, ey. Boah, sind die nervig, ey. Okay, der flüchtet. Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Bianca. Grazie, Messi. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Oh, da müssen wir uns beeilen. Ja, wir möchten das gerade nicht lesen. So, da unten. Nein. Ist noch einer der Aussicht töten. Buongiorno. Dann gehen wir nicht lang. Dann werden wir aufgehalten. Hinten ist der Leuchtturm. Ja, das schaffen wir aber. Drei Minuten. Durch dieses Sperrgebiet. Runter. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Ich will hier nicht mehr sein! So, wir müssen mal hier hoch. So. So, komm. Wir sind schon ziemlich stark hier, die drei hier. So.
So. Ach, jetzt hat er. Jetzt. Ich knall dir, ich will mit dem Hammer um. Wir müssen hier hoch. Wir haben hier nicht mehr 40. 1,5 Minuten ist nicht mehr viel. So, komm. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Das ist ein anderer. Ein anderer ist abgehauen. Los, Katharina! Zeig dich! Den Apfel und die Karte oder dein Kind ist ein Krüppel. Du bist jetzt ein Krüppel, Freundchen. Mit dem Hammer. Vom Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Nein, mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Ja, wir sind jetzt nicht mehr im Örtchen drin, ne? Grazie, Messere! Gerne, gerne, gerne. So, weiter geht's. Wir müssen wieder rein in die Stadt. Lebt halt noch, ne? Und ich glaube, wir wissen, warum der eine Bruder das jetzt gesagt hat. Weil ich sehe hier nur einen. Natürlich sehe ich hier gar keinen mehr, ne? Ich sah nur einen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nur eine Falle war, damit Ezio aus der Stadt verschwindet. So, gucken wir mal. So, gehen wir mal hier in die nächste Mission. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Ach, als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Checo Orsi. An alle Mitglieder der Bruderschaft von San Paolo, dass ihr euren Augen nicht erlaubt. Müssen wir hin. Okay. Das könnte ich bin hier! Schnappt den Bastard! Doch, doch, ist schön, komm. Ich bin dabei, Fratello! Hallo, 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 hallo. Klasse, wie er läuft. Ich bin hier, Fratello!
ja, ja. Was ist denn mit euch? Lass mich doch mal hier durch, ich will den Mann jagen. Ich hab den doch jetzt schon dreimal mit dem Pferd tot getrampelt. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? So, jetzt aber. Mann, der Blödsinn. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Sein Lieblingssatz. Ich sag euch. Uiuiui. Fuck. Da hat er aber noch gegönnt. Das, obwohl wir auf dem Pferd saßen, das so unter uns. Du Scheiß. Und da haben wir ihn wieder. Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Wer ist er? Nee. Halt. Öffnet das nicht. Katharina, heilt uns erstmal wieder. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Oh, der Mann hat einen Bart bekommen. Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Keko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wieso hat er denn jetzt einen Bart? War ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Das ist... Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte... Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Kekomat. Nicht Schachmatt, sondern Kekomatt. Auch nicht schlecht. Da oben ist unsere Mission. Okay, meine Freunde, dann gehen wir doch mal direkt nach da oben hin. Schwein da. Die Frau steht da immer noch und steht da und steht da und steht da. Wir können aber jetzt sich auch noch helfen, ne? Also bitte. Im Rennen können wir gegen den Kerl auch nicht machen. Das können wir schon, aber jetzt will ich auch den Apfel wieder haben. Reit vom Stamm. Mhm. Den
Mönch im schwarzen Anhang finden. Sag mal, was stimmt mit dir nicht? Ich glaub dich jetzt kaputt, Freund der Sonne. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Allerdings. So. Wir gehen zur Abtei in Forli. Also einmal in die City rein. Es ist jetzt auch clever. Die Frau kennt nicht mal ihre eigenen Leute. Die weiß nicht, dass da jemand rumturnt in Monsky, in Mönchskutte. Jetzt sind wir gleich da. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Der Mörder besudelt die Grundfestung. Ah, hier. Entschuldigt, ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was? Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder, der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt. Ich muss hier weg. Ich muss weg hier. Presto, presto. Ich verdrück mich besser. Das ist zu viel. Was machst du da, Idiota? Was machst du hier überhaupt, hä? So. Einen der drei haben wir. Ach, jetzt trennen die sich. Das habe ich gesehen. Was ist denn, was erwartest du von uns? Sollen wir dir den Preis für den größten Idioten überreichen? Gut, du wirst dich benehmen. Warum behandelt ihr so? Da hinten ist er. Hat schon ein bisschen Vorsprung, der Kerl. Aber wir sind ja nicht so langsam. Ja, wir kommen näher. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ich bin so doof. Komm schon. Wieso haut der die Leute um und ich nicht? Na? So, wir kommen aber näher. So, wunderbar.
Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. In Florenz. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Alles klar. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Machen wir. Unsere City. Florenz. Vierte Reise. 2 Jahre vor Ende dieses Spiels, ne? Ja, aber wir sind jetzt am Ende dieser Folge, meine Freunde. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht zu liken, wenn ihr das Video, gefällt. Vergesst auch nicht mehr zu folgen. Und in dem Sinne danke ich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.